Oh, geht schon los, oder was? Ja, hallo. Ich fühle mich ein bisschen, bin ein bisschen steif, muss ich sagen. Ich rede ja normalerweise nicht so, sondern ich habe ja sonst immer, sag ich mal, einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Heute sieht es so aus, dass ich ganz normal zu euch rede, deswegen sieht das ja auch alles so ganz komisch aus, weil ich für den Liebster Award nominiert wurde. Ich weiß noch allerdings noch nicht, warum es Liebster heißt. Auf jeden Fall, erstmal muss ich mich also bedanken bei Smomt, bei Björn, dass du mich nominiert hast. Und werde daraufhin den Kanal von Elena und Michelangelo natürlich verlinken. So, jetzt komme ich dazu. Es geht wohl darum, 11 Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich tue es einfach mal. Smomt interessiert es mit Sicherheit, sonst hätte er mir die Frage nicht gestellt. Und zwar Frage Nummer 1. Warum machst du YouTube? Finde ich ganz lustig, die Fragestellung, warum machst du YouTube und nicht warum stellst du. Aber da kommt wieder der kleine Klugscheißer aus mir raus. Auf jeden Fall. Ja, warum mache ich das? Ich habe tatsächlich schon viel früher angefangen mit YouTube. Ich habe 2013, glaube ich, war es, habe ich die ersten Videos erstellt. Ich habe mich dann aber nicht getraut. Also meine ersten Videos waren tatsächlich sogar direkt mit Facecam. Ich habe mich aber nicht getraut. Und warum ich das machen wollte, war einfach, weil ich das so toll fand damals, als ich Gronkh entdeckt habe, dass ja erstmal unsere Nische. Ist ja heute absolut keine Nische mehr, ne? Also damals war es aber halt so, oh, du spielst Computerspiele, ich sag mal so vor, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten. So, und mittlerweile ist es halt echt so, ja, es ist ja schon fast Mainstream, ne? Wenn du sagst so, ja, Computerspiele, ja, okay, ne? Als Frau ist es vielleicht noch so ein bisschen, ich drifte schon ab. Ich drifte bei der ersten Frage schon ab. Ich habe extra, ich muss euch das kurz sagen, ich bin jetzt extra gerade von der Arbeit. Also ich bin von der Arbeit gekommen und dachte so, ich nehme das direkt auf jetzt, weil ich Hunger habe, dann rede ich nicht so viel. Das war so mein Gedanke dahinter. Funktioniert gerade nicht so gut. Warum machst du YouTube? Also ich fand das halt toll, dass die Spiele halt ein bisschen, ja, Mainstreamer sollen sie natürlich nicht werden. Die Spiele sollen immer noch, aber es gibt natürlich viele Spiele. Jedenfalls fand ich es halt ganz toll, so die, ja, die Begeisterung und so die Leidenschaft und so mit anderen zu teilen und denen das Spiel zu zeigen, wie du das spielst oder was du davon hältst oder und mit denen das auch zusammen zu erleben. Deswegen möchte ich ja schon auch gerne versuchen, mehr Livestreams zu machen, weil ich das sehr, sehr toll finde, das mit anderen halt einfach zu teilen. So, zweite Frage. Wie viele Stunden am Tag bist du vorm PC? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also man muss natürlich jetzt differenzieren. So, vorm PC jetzt Arbeit oder jetzt generell alleine spielen oder weil dadurch, dass ich jetzt natürlich, ich arbeite im Büro, das heißt, ich sitze sowieso schon den ganzen Tag vor meinem Lieblingsmaterial, vor meinem, also sitze ich eh schon die ganze Zeit vor dem Rechner. Sitze die ganze Zeit vorm Rechner, wenn ich für mich selber zocke. Ich sitze vorm Rechner, wenn ich Let's Plays mache. Ich sitze vorm Rechner, wenn ich schneide, render und solche Dinge noch mache. Deswegen, also wenn ich jetzt meine Arbeitszeit rausnehme, ne? Nehmen wir mal die Arbeitszeit raus. Ich gehe mal davon aus, dass die Frage eher so gemeint ist, halt wie ich privat so viele Stunden ich am PC sitze am Tag. Also 6. Also muss ich schon. Also 6 bestimmt so, weil das Erste, was ich tue, ist, wenn ich nach Hause komme, egal ob von der Arbeit oder so, ich mache meinen Rechner an. Also das erste Geräusch, auch am Wochenende, wenn ich aufstehe am Wochenende, samstags, sonntags, keine Ahnung, ich mache eigentlich. Also manchmal ist es auch die PlayStation, die zuerst angemacht wird, ne? Aber eigentlich ist es das Geräusch, was ja, mich dann aufleben lässt. Danach kommt direkt der Kaffee. 3. Dein perfektes Frühstück besteht aus. Ja, schwierig. Wäre genau so eine schwierige Frage, wenn du jetzt gefragt hättest, so, was ist dein Lieblingsessen oder so, weil ich esse echt alles.
Ich esse alles und jederzeit und in viel zu viel Mengen. Mittlerweile in meinem Alter setzt das halt ein bisschen an so. Ich sag mal so, ich finde es total gut, wenn ich halt super viel Auswahl habe. Ja, also wenn ich, ich mag super gerne zum Beispiel auch brunchen zu gehen oder so. Also halt ein bisschen länger schlafen und dann so, ne? Und wenn du halt total viel Auswahl hast, also wenn du halt verschiedene Brötchen hast, du hast Brot, du hast Rührei, also wenn du halt so ein Buffet halt hast, so, das finde ich halt richtig geil, so, wenn du einfach dich irgendwie auf nichts festlegen musst und irgendwie, ja. Und wenn man nicht alleine frühstückt. Vierte Frage, ich glaube, das Video wird sehr lang. vierte Frage, was würdest du dir von einem Lottogewinn gönnen? Ich kann solche Fragen einfach nicht mit zwei Sätzen beantworten. Es tut mir leid. Ich muss gleich mal gucken, wie lange das Video von Smomp war. Es ist wahrscheinlich doppelt so lang. Was würde ich mir davon gönnen? Also, das Erste, was mir einfällt, spontan, Auto. Ich bin ein totaler Autofreak. Ich stehe auf schnittige, schnelle, schöne Autos. Und mein Traumauto ist ein Aston Martin. Das werde ich mir niemals leisten können. Das ist auch okay, weil danach kommt direkt ein BMW, ein Z3, Entschuldigung. Und den könnte ich mir auf jeden Fall davon holen. Und kommt drauf an, wie groß der Lotto gewinnt. Wer würde ich mir auch den neuen MX-5 holen? Welche, fünfte Frage. Welche Musik magst du gerne? Ich höre am allerliebsten und am meisten Metal. Auch manche Sachen, also sehr Hardcore-Metal auch gerne, aber nicht sehr viel. Also ich höre jetzt aber auch nicht so, so alten Metal oder so, so AC/DC und so ist jetzt auch nicht so meins. Ich habe aber früher auch, also es ändert sich ja auch so, ne? Ich sag mal, in meiner frühen Jugend habe ich auch Linkin Park gehört und so. So die letzten Alben fand ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut. Ich höre aber auch härtere Sachen, wie zum Beispiel Breakdown of Sanity, Amour. Das sind wirklich so sehr krasse Sachen, die ich höre. Ansonsten halt so, was man halt so kennt, irgendwie so Asking Alexandria, Silverstein ist meine absolute Lieblingsband. Halt so die Richtung, ne? Damit man so ein bisschen weiß, ja, in welche Richtung es geht. Ich zähle jetzt nicht alle Bands auf, aber natürlich höre ich auch ab und an ein wenig Pop. Aber das ist so der Hauptteil. Und ich höre natürlich sehr viel Anime-Songs. Openings, Endings und die höre ich auch super gerne. Auch, ja, unterwegs im Auto. Volle Pulle singe ich japanisch. Frage 6. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ja, das kann ich dir sehr gut beantworten, weil das habe ich nämlich erst letztes Wochenende tatsächlich zu Ende gelesen. ich habe mal hier was vorbereitet. Und zwar das hier. Ich weiß nicht, ob man, ja. Das ist jetzt ein Zufall, dass es ein Stephen King ist, obwohl ich, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, Stephen King sehr viel lese. Ist mein absoluter Lieblingsautor. Ja, Finderlohn war das letzte, was ich gelesen habe. Ich lese im Moment noch einen, den weiteren Stephen King. Beim Lesen ist es tatsächlich so, es ist wie beim Zocken. Also ich lese nicht ein Buch, ich lese fünf oder so. Das ist beim Zocken ja genauso. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ich will das lesen und das zocken und so. Und beim Lesen ist es auch so. Frage 7. Wie alt bist du? So, Frage 8. Also erstmal, eine Frau fragt man nicht, ne? Das ist Klassiker, so. Ich kann euch ja mal ein paar, ich kann euch ja ein Rätsel aufgeben. Und ihr müsst dann erraten, wie alt ich bin. Weil als Frau sagt man das ja nicht. Ach so, genau. Und wer am weitesten von meinem echten Alter weg ist, aber noch realistisch bleibt, der kriegt einen Keks. Der kriegt einen Keks. Frage 8. Batman oder Superman? Batman. Da muss ich gar nicht lange überlegen, obwohl ich Batman früher die Serie auch super gerne geguckt habe. Die heutigen Sachen gefallen mir nicht mehr so gut. Also ich habe früher wirklich auch gerne Superman geguckt und so. Finde ich schwer. Schwer, weil ich habe alles gerne geguckt und ich lese auch die Comics alle gerne so. Also Superman ist halt cool, weil der hat halt Superkräfte.
Es war ein bisschen, der sieht zwar immer ein bisschen schmierig aus, ne? Aber, ja, und Batman ist halt so der Bad Boy ein bisschen, ne? Ist natürlich auch mal ganz cool. Finde ich schwer. Aber so die erste spontane Reaktion ist halt Batman. Frage 9. Du strandest auf einer Insel. Was machst du als erstes? Ich suche als erstes, ob auf der Insel Strom ist. Weil wenn da kein Strom ist, kann ich mein Handy nicht anschließen. Das heißt, ich werde nicht zocken können. Das heißt, ich bin verloren. Ich brauche gar nicht nach Nahrung oder irgendwas suchen. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, Frage 10. Wie lange bist du schon auf YouTube? Ja, wie gesagt, da hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass ich ja eigentlich 2013 schon aufgenommen hatte. Ich mich ja aber nicht getraut habe, weil ich dachte so, ja, es gibt halt schon so viele Let's Player und da kannst du dich eh nicht durchsetzen. Und dann dachte ich so, letztes Jahr halt irgendwie hatte ich da wieder so voll Bock drauf. Ich weiß gar nicht wieso. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie nichts zu tun in meinem Leben und nicht Langeweile oder so. Aber irgendwie dachte ich dann so, ach komm, ich mach das jetzt einfach nochmal. Und ich hatte dann so Spaß an den ersten beiden Videos, obwohl ich die gar nicht durchgezogen habe. Also ich habe das ja ins Let's Test auch irgendwann gepackt. Dann habe ich mich ja dann doch getraut mit Kamera und zumindest hat mich bis jetzt noch keiner fertig gemacht. Weder irgendwie über meine Spielweise noch über mein Aussehen. Obwohl ich mir denke, so scheiß drauf, also mir wäre es halt auch relativ egal so, aber naja, ihr kennt ja das Internet. Wir haben bald Jubiläum, ein Jahr. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt September, genau. Ja, nächsten Monat haben wir einjähriges. Ja, könnt ihr ja mal sagen, ob ich mir da irgendwas überlegen soll. Ich weiß zwar jetzt nicht, oh Gott, jetzt habe ich mir selber ein Eigentor geschossen, ne? Verdammt. Frage 11. Wie bist du zu deinem YouTube-Kanal gekommen? Ja. Gute Frage. Da wären wir wieder bei meinen Büchern. Weil, ja, ihr seht ja jetzt so ein bisschen auch im Hintergrund, ne? Hier, also ich verdecke immer, wenn ich spiele, habe ich halt immer hier so meine Decke. Und, ja, da so ein paar Bücher. Ist so ein bisschen überfüllt, mein Regal. Ich weiß auch nicht mehr, wohin damit. Ja, falls ihr ein paar Let's Plays gesehen habt, ich sage ja manchmal, dass ich halt ein Zimmer habe. Ich wohne halt in der WG. Und ja, das ist so ein bisschen schwierig mit dem Platz manchmal. Und ich kaufe mir trotzdem immer wieder neue. Ich habe mir letztes Wochenende erst wieder zwei geholt. Um auf die Frage zurückzukommen, ist es unfassbar, ne? Wie lange ich manchmal um die Frage drumherum rede, ne? Also, ich bin dazu gekommen, weil Stephen King, habe ich gerade schon gesagt, ist mein absoluter Lieblingsautor. Und ich habe vor ungefähr 10 Jahren ungefähr, habe ich das Buch angefangen, Schwarz. Das ist von der Dunklen Turm-Reihe. Da kam jetzt auch vor kurzem der Film dazu raus, den ich mir absolut nicht ansehen werde. Jedenfalls habe ich dann den Dunklen Turm gelesen. Ich habe alle durchgelesen und in diesem Buch ist der Hauptcharakter Roland Duchaine. Und beziehungsweise Roland von Gilead. Von Gilead fand ich jetzt ein bisschen schwierig als Let's Player-Name. Und ja, es ist ein Mann. Ich habe einen Männernamen quasi. Obwohl, es ist ja der Nachname, ne? Das ist das, okay. Ja, ich fand auch die Shane ein bisschen schwierig, aber ich wollte halt keinen anderen. Weil ich alles andere irgendwie, keine Ahnung, ich fand das halt sehr passend und ich liebe dieses Buch. Bitte die Shane auch. Manche sagen die Jane oder so. Ausgesprochen wird es für mich. Also es ist auch umstritten in der Stephen King Community, aber ich sage die Shane. Und ja, könnt mich aber auch Jessie nennen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich hab euch nicht. Ich werde es ja auch ein bisschen schneiden und zurechtschneiden und so, weil manchmal bin ich echt ein bisschen sehr weit abgedriftet. So, da merkt man, ich möchte mich mit euch unbedingt unterhalten. Daran merkt man, ich sollte schon mehr Livestreams machen einfach, weil, ja, keine Ahnung, ich finde es halt total cool, wenn man sich miteinander unterhält, deswegen habe ich das auch mitgemacht. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der Typ, der so Challenges oder sowas, ne? Ja, wie gab es das dann immer hier? Ice Bucket Challenge und sowas, ne? Habe ich alles einfach ignoriert. Weil, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so der Typ für. Und, aber das fand ich ganz cool, weil ich habe auch immer so ein bisschen Mitteilungsbedürfnis und, ja, könnt ihr mal sagen, ob irgendwie noch eine, ob irgendwas unklar war.
außer Frage 7, ne? Dürft ihr alles nochmal fragen, wenn irgendwas unklar ist. Ansonsten wisst ihr, ne, kriegt den Keks und ich mache mir jetzt was zu essen, weil wenn ich zu lange nichts esse, dann werde ich auch echt ungemütlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann!